So, da sind wir auch wieder zurück. In der letzten Folge haben wir natürlich hier richtig Ramazamba gemacht mit diesen scheiß Banditen und so. Und wir müssen jetzt Bourbon hier irgendwie befreien. Ich lösche mal eben kurz das Licht. Das macht er so ausgeblasen. Und dann würde ich mal sagen, stolz. Wen hast du mitgebracht, Bastard? Antworte, du Mistkerl. Sonst erschieße ich dich. Ist es der Einäugige? Oder Hypokrit? Artyom! Wer zum Teufel? Bam! Oh nein. Bourbon! Alles okay? Scheiße. Er ist tot. Du kannst deine Waffe runternehmen, junger Mann. Kein Schritt näher. Ein trauriges, aber nicht unerwartetes Ende für einen wie ihn. Mein Name ist Khan. Nun, ich schlage vor, dass wir diesen Ort sofort verlassen. Die anderen Banditen werden bald auftauchen und ich möchte weiteres Blutvergießen vermeiden. Ich gehe zurück zur Verfluchten. Hier bekomme ich Rheuma. Wenn du lieber das Schicksal deines Freundes teilen möchtest, solltest du bleiben. Erstmal alles hier noch aufsammeln. Ohne Aufsammeln gehe ich eh nicht hier weg. Was haben wir denn hier oben noch? Nur Flaschen. Wo ist der denn jetzt hin? Hallo, wo bist du denn? Ach, da. Ein Teddy. Hey. Eine kluge Entscheidung. Ich weiß. Ich treffe immer kluge Entscheidungen. Geister. Khans Erscheinen überraschte mich. Obwohl ich beim Kampf gegen die Banditen schon gespürt hatte, dass mir jemand half. Khan versicherte mir, dass Bourbons Schicksal nicht mit meinem eigenen verbunden sei. Trotzdem bedauerte ich seinen Tod. Was ist das denn hier? Sind das Spinnenweben? Das soll ein Spinnenweben sein, ne? Sieht aber aus wie Nebel. Und wir können jetzt mal auf unseren Plan gucken hier. Wir haben ja hier Khan. Begeben Sie sich mit Khan zur verfluchten Station. Gehen Sie zur Polis. Genau, das ist der Hauptauftrag und wir müssen uns jetzt mit Khan zur verfluchten Station begeben. Dann tun wir das doch auch gleich mal. Ah, da ist er ja. Direkt mal hier hinterher, nicht, dass wir den verlieren. Hier geht nie jemand lang. Weder Leute noch Viecher. Selbst die Ratten bleiben fern. Okay, ich bin mal gespannt, was passiert. Wir folgen ihm einfach mal. Sie wissen, dass wir hier sind. Komm näher an die Rohre und lausche. Bleib nur nicht zu lange. Huch! Manche sagen, es sind die Stimmen der Tunnels. Andere halten es für eine Art psychischen Einfluss. Was war das? Ich kenne diesen Tunnel. Und er kennt mich. Gehen wir. Also, wir sind jetzt an der Seite von Khan. Sei hier vorsichtig. Es ist ein gefährlicher Tunnel. Bitte lass dein Licht an, mein Freund. Sonst bleiben wir vielleicht für immer hier. Ah, okay. Dann lasse ich mein Licht einfach mal an. Immer nach vorne schauen. Ich glaube nicht, dass man hier das Wort Wehr verwenden kann. Da weint jemand. Krasse Sache. Sind das Halluzinationen? Wir müssen daran vorbeigehen, nicht die Silhouetten berühren. Konzentrieren. Welche Silhouetten? Gehen wir. Ach du Scheiße. Okay, wir folgen ihm einfach mal.
Wir bleiben immer schön dicht hinter ihm. Ja, links und rechts einmal umschauen. Oben. Und jetzt? Mama? Wo bist du? Mama? Mama! Ach, das war wieder nur eine Erinnerung oder irgendwie sowas. Dann geh mal voran hier und bleib nicht immer stehen, sonst krieg ich ja noch die Krise. Zur Seite, Artyom! Was ist das? Der Tunnel durchlebt seine Vergangenheit wieder und wieder. Das ist ja doof. Was war das denn bitte? Zur Seite, Artyom! Ach, das war eine Bahn oder so irgendwie. Der Tunnel durchlebt seine Vergangenheit wieder und wieder. Und jene, die das Unglück haben, hier entlang zu kommen, schließen sich dieser Vergangenheit an. Okay, also es sind wohl schlimme Sachen in diesem Tunnel passiert. Glaube ich zumindest. Und wir folgen Khan einfach mal weiter. Gehen wir. Hat er da Pfeile? Sieht so aus, ne? So, wir folgen ihm einfach mal weiter. Ich habe jetzt keine Lust, irgendwie vorzugehen oder so. Immer nach vorne schauen. Hier gab es vor langer Zeit... Folge mir, aber bleib hinter mir. Okay, wir versuchen es. Castonel apio asterio manto. Castonel apio asterio manto. Alom rom om. Alom rom om. Castonel apio asterio manto. Castonel apio asterium alom rom om. Alom rom om. Okay. Das sollte besser ein Geheimnis bleiben. Das ist persönlich, mein Freund. Was, dass du gerade gebetet hast, oder was? Ich war dabei, als sie starben. Nur ich habe überlebt. Nur du. Okay, was jetzt? Anscheinend ist die Vernichtung, die wir selbst bewirkt haben, vollständig. Himmel, Hölle und Fegefeuer wurden ebenfalls atomisiert. Wenn eine Seele nun einen Körper verlässt, kann sie nirgendwo hin und muss hier bleiben, in der Metro. Eine harte, aber nicht unverdiente Buße für unsere Sünden. Meinst du nicht auch? Oh, Ratten. Okay, da ist es ziemlich dunkel. Wir lassen ihn einfach immer vorgehen, da kann nichts schief gehen. Was war das? Ach, Scheiße! Alter Schwede. Oh, ein Totenkopfschädel. Was ist das? Sind das Hunde? Konzentrieren. Soll ich die Tür jetzt aufmachen?
Alter Schwede. Verdammt, dieser Unglückliche stammt von der Verfluchten. Dort ist es ganz schlimm. Hier ist Muni. Wir beuten den mal eben aus. Ne, ich will nicht wechseln. Ich bin da. Wir können weiter. Gehen wir. Was war das denn gerade? Voll verstrahlt. Anomalie. Khan war ein ungewöhnlicher Mann. Aber er war wohl auch ein Mann seiner Zeit. Er bewegte sich zwischen Dunkelheit und Licht. Suchte nach Antworten, die im Schutt begraben waren. Los geht's. Okay, wir sind wieder im Tunnel. Irgendwie auf einer anderen Seite. Und wir folgen ihm natürlich immer noch weiter. Wie gesagt, ich laufe nicht vor. Was ist das für ein Geräusch? Wie ich sehe, spürst du es kommen. Das ist eine seltene Gabe. Nutze sie. Nicht bewegen. Nicht bewegen. Okay, dann bewegen wir uns nicht. Krasse Sache, was das auch immer für ein Zeug ist. Können wir weiter? Wir nennen das eine Anomalie, ein neues Phänomen in einer neuen Welt. Scheiße. Ein übles Phänomen, was? Aber weißt du, es ist nicht böser als, sagen wir mal, Feuer. Es hängt alles von der Sichtweise ab. Versuche die Dinge besser zu verstehen, bevor du dir ein Urteil bildest. Lass uns jetzt gehen, hier ist es nicht sicher. Ich habe mir noch überhaupt kein Urteil gebildet, Khan. Ich will einfach nur hier aus diesem Tunnel raus. Ich hab Angst. Ich hab Angst. Ich will töten. Banditen und keine Monster. Und jetzt? Ja, ich bin da. Brauchst dir keine Sorgen machen, Papi. Dein Sohn und Mann ist hinter dir. Können wir den eigentlich bestehlen? Nee, leider nicht. Da kommt was angelaufen. Oh, nochmal nachladen. Aua, ey, du Drecksding. Eigentlich immer nachladen, hier ist ja nichts. Hallo? Klar. So, ist jetzt mal gut hier. Stillhalten, nicht einmischen. Okay. Dann schauen wir uns das Spektakel jetzt mal an. Cool. Wie geil ist das denn? Und so läuft das. Eine Live-Demonstration.
coole Sache. So, weiter geht's. Und ich höre schon wieder gruselige Geräusche, da ist wieder irgendwas. Sobald unten links die CD kommt, dann befinden wir uns irgendwie... Auf den Wagen. Der Tunnel vor uns sollte sicher sein. Dort kommen wir leicht hin. Na dann mal auf da. Wenn ich da mal reinkomme. So. Schön, jetzt trinken wir ein Bierchen oder was. Jetzt darf der Herr wieder schießen hier, ja? Artyom, du hast einen hohen Auftrag. Glaubst du wirklich, dass die Polis dir helfen wird? Oder gibt es sonst nichts mehr, woran du glauben kannst? Sie wird mir helfen. Du musst nicht antworten. Was ist das? Wir kommen bald an der verfluchten Station an. Die Angriffe der Monster haben nicht nachgelassen. Die meisten Leute haben die Station verlassen. Die übrigen können nirgendwo hin. Die verfluchte Station. Khan führte mich zur verfluchten Station. Der Name war kein Zufall. Die Leute dort waren in einem endlosen Kampf ums Überleben gefangen. Die Station wird wieder angegriffen. Gehen wir, Junge. Die Verteidiger können Hilfe gebrauchen. Okay, alles klar. Komm, hierher! Darf ich das Ding nehmen? Noch ein Angriff? Ja, sie haben die äußere Verteidigung durchbrochen. Alle Überlebenden sind hier. Ich bezweifle, dass wir den nächsten Tag erleben. Wo kommen die Monster her? Wie immer aus dem linken Tunnel und von der Kreuzung. Habt ihr den Tunnel nicht gesprengt? Wir haben einen Sprengtrupp dorthin geschickt. Der kam aber nie zurück. Und sonst können wir niemanden schicken. Du willst doch deine Station vor dem Untergang bewahren, Artyom. Und hier steht der Untergang bereits vor der Tür. Wir müssen helfen. Ja, dann... Finde die Überreste des Sprengtrupps. Bring ihre Bombe so weit in den linken Tunnel, wie du kannst. Und dann lauf. Die Explosion wird heftig. Die Kreuzung ist schon einmal begraben worden, aber anscheinend haben die Nosalis sich durchgegraben. In der Nähe war eine Luftschleuse, die ist wohl offen geblieben. Schließe sie oder bring sie zum Einsturz. Ich bleibe hier bei den Überlebenden. Versuche, die Monster zu uns zu locken, wenn es zu viele sind. Sagst du so leicht. Toll. Ja, dann würde ich mal sagen, hauen wir mal alles raus hier, was geht. Ach so. Stirb, ihr Dinger! Fetzige hier! Was soll ich denn jetzt? Ich muss noch mal gucken. Finden Sie einen Weg, die Luftschleuse zu schließen. Finden Sie die toten Soldaten mit der Bombe. Ja, tolle Wurst. Die Frage ist ja, wohin muss ich? Ich weiß ja gar nicht, wohin. Ah! Drecksviecher hier. Wie komme ich denn wieder hier hoch? Alter Schwede.
soll ich denn hier jetzt vorbeikommen? So viel Munition habe ich doch gar nicht. Eine sehr gute Frage.